Hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE TV. Ich befinde mich hier heute in Nürnberg bei unserem Partner der Kreditreform. Hier fand soeben unsere Vorspieltagspressekonferenz statt zu unserem Heimspiel am Samstag gegen den TVB Stuttgart. Und auf dieser Pressekonferenz wurde nicht nur über das nächste Heimspiel gesprochen, sondern es wurde auch verkündet, dass unser Eigengewächs Christopher Bissel weitere 2 Jahre beim HCE Erlangen bleibt. Doch bevor wir ihn dazu befragen, möchten wir uns mal anhören, was unser Geschäftsführer und dein Trainer Chrissy über dich so erzählt haben. Herr Selke, was hat denn den HCE Erlangen dazu bewogen, das Eigengewächs Christopher Bissel noch weitere 2 Jahre an sich zu binden? Ja gut, das sind natürlich viele Faktoren. Ich denke mal, Chrissy ist das Paradebeispiel eines jungen Spielers, der sich im eigenen Verein zu einem gestandenen Bundesligaspieler entwickelt hat. Chrissy bringt alle Werte mit, die man dafür braucht. Und das ist mehr als nur Talent. Du brauchst Ehrgeiz, du brauchst Geduld, du brauchst Durchsetzungsvermögen. Und all das hat Chrissy in den letzten Jahren bewiesen. Vom Führungsspieler der U23 hin in den Profikader, sich dort jede Einsatzzeit, jede Minute hart erkämpft, aber am Ende auch wirklich verdient, weil er wirklich mit Leistung zurückgezahlt hat. Mittlerweile hat er die beste Quote unserer ganzen Außen, die wir haben. Und das zeigt einfach schon, wie die Entwicklung in den letzten Jahren bei ihm vorangeschritten ist. Er ist jedes Jahr besser geworden, war sehr fleißig, hat sie so viele Sonderschichten gemacht im Kraftraum, im Training und so weiter. Also er ist einfach ein Spieler, der hat es sich wirklich verdient und selber erarbeitet. Und das zeichnet ihn einfach aus. Und deswegen freut es mich natürlich sehr, dass wir ihn 2 Jahre noch weiter bei uns haben. Und ja, ich freue mich auf die Zeit. Was schätzen Sie denn an Chrissy und was zeichnet ihn aus? Chrissy zeichnet vor allem seine Leidenschaft oder seine kämpferische Einstellung an jedem Training, der er an den Tag legt und in Spielen. Bis jetzt hat er auch eine sehr gute Abwehrleistung gebracht und immer wieder mit sehr viel Leidenschaft und Feuer hat er der Mannschaft damit geholfen in den schwierigen Spielen. Hat in diesem Jahr auch eine sehr gute Quote gehabt, muss man auch sagen. Aber vor allem, was ich an ihm schätze, ist diesem gib niemals auf Mentalität, die er hat. Ja? Und wie oft er uns dieses Jahr mit seinem Rückzugsverhalten oder mit Stürmer voll zu holen, weil er einfach nicht aufhört und beißt sich in jede Situation durch. Und das ist, was dem Team und ich an dem jungen Mann halt sehr schätzen. Chrissy, wenn man seinen Trainer so über sich reden hört, freut man sich darüber? Ja, natürlich freut man sich sehr, wenn der Trainer so nette Worte über einen verliert. Ich gebe natürlich alles, dass es auch in Zukunft seine Meinung so bestehen bleibt. Und ja, ist natürlich eine zusätzliche Motivation. Du spielst ja schon 12 Jahre hier beim HCE Erlangen, hast jetzt nochmal um weitere 2 Jahre verlängert. Musstest du lange darüber nachdenken, noch weiter dem HCE Erlangen die Treue zu halten oder war das für dich klar? Nein, da musste ich natürlich keine Sekunde nachdenken. In der Sekunde, wo René und Adli auch signalisiert haben, dass sie mit mir gerne weiter zusammenarbeiten würden, war für mich natürlich ganz klar, dass ich das mache. Was waren denn jetzt so die ausschlaggebenden Gründe für deine Verlängerung hier? Ja, der HCE Erlangen ist natürlich schon von klein auf mein Verein. Ich fühle mich hier super wohl, habe ganz viele Freunde auch außerhalb der ersten Mannschaft im Verein. Und es macht mir jeden Tag Spaß, in die Halle zu kommen und zu trainieren und zu spielen. Und wir haben eine super Mannschaft, die auf viele Jahre, denke ich, noch erfolgreich sein kann mit einem super Trainer. Und ja, das Gesamtpaket stimmt einfach. Und wenn ich dir jetzt gerade so in die Augen gucke, könnte man meinen, dass du ein Spieler bist von der Sorte, der halt auch wirklich dorthin geht, wo es wehtut. Würdest du diesen unbändigen Willen und Kampfgeist als einer deiner Stärken bezeichnen? Ja, also ich denke schon, dass es eine meiner Vorzüge ist, wenn man das so sagen kann. Ich bin halt der Meinung einfach, dass Einsatz, Leidenschaft kann jeder auf die Platte bringen, egal wie gut oder wie schlecht er spielt, auch an einem Tag, wo es vielleicht handballerisch nicht so läuft, man ein paar Fehlwürfe hat, kann man immer noch durch viel Einsatz, durch viel Willen die Mannschaft mitreißen oder Aktionen bringen, die eben am Ende auch zum Sieg führen können. Einsatz und Leidenschaft werdet ihr auch am Samstagabend wieder brauchen, wenn ihr zu Hause im eigenen Wohnzimmer gegen den TVB Stuttgart spielt. Wo siehst du denn die Stärken der Stuttgarter aktuell? Ja, die Stuttgarter kommen natürlich mit einer leichten Euphorie jetzt aus den letzten Spielen. Sie haben zwar zweimal knapp verloren, aber sehr, sehr gute Leistungen gebracht unter dem neuen Trainer. Haben jetzt mit Bitter und Kraus in den letzten Wochen auch zwei absolute Leistungsträger wieder dazubekommen. Und ja, wir müssen halt eben schauen, dass wir es schaffen, von Anfang an diese Euphorie so ein bisschen im Keim zu ersticken und sie nicht in so einen Flow innerhalb des Spiels kommen zu lassen.
Nach dem Sieg jetzt am Wochenende gegen Gummersbach geht ihr sicherlich mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Was müsst ihr denn auf der Platte machen, damit die 2 Punkte dann auch endlich mal wieder in Erlangen bleiben? Ja, ich denke, man hat in den letzten Wochen eine super Tendenz auch spielerisch gesehen. Da war es bloß meist so, dass wir es nicht geschafft haben, das über die ganzen 60 Minuten durchzuziehen. Und wie jetzt in Gummersbach am vergangenen Wochenende müssen wir eben schauen, dass wir konstant über das ganze Spiel unsere Leistung abrufen, in der Abwehr uns keine Nachlässigkeiten erlauben und unser Tempospiel vor allem weiter aufrechterhalten. Und dann ja, bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir die 2 Punkte auch in unserem Wohnzimmer behalten können. Hast du denn noch eine Botschaft an unsere Fans für Samstag? Ja, also wie immer freue ich mich wahnsinnig auf eure tolle Unterstützung. Ich hoffe, dass wir euch ähnlich wie in Gummersbach auch ein super Spiel zeigen können. Und ja, mit euch wird es uns deutlich leichter fallen, dem TVB Stuttgart alles entgegenzusetzen. Und ja, ich freue mich auf euch am Samstag in der Arena.